Pass auf, sie ist die schlauste Spinne der Welt. Sie hat hier ihr Netz und sie hat hier oben ihr Netz. Und die Wahrheit ist wirklich, das ist ein separates Netz und das. Und das hängt aber zusammen. Und wenn sie hier oben was fängt, dann reagiert sie hier unten drauf. Und das Lustigste daran ist, sie repariert beide Netze. Sowohl hier unten, als auch da oben. Sie ist einfach die schlauste Spinne der Welt. Zwei Netze sind besser als eins. Weil wenn sie hier unten das Netz hat, so wie hier jetzt eben, dann fängt sie nur Fliegen, die so hinkommen, oder Motten und Nachtfalter. Und verpasst da oben. Wenn sie hier oben so das Netz passt, verpasst sie eben Beute, die da unten hinfliegt. Jetzt hat sie einfach hier ein Netz gebaut und da oben ein Netz gebaut. Und das verbunden. Jetzt hat sie eins und durchgehendes Netz, in Anführungszeichen. Obwohl sie sich, wenn sie da oben was fängt, eben sowas wie diese Stubenfliege da, oft eine Zeit lang braucht, um zu reagieren und zu kapieren, dass da was drin ist. Weil einfach die Stubenfliege so klein ist, macht die nicht so viele Vibrationen, dass die Vibrationen wirklich so aktiv bis da unten ankommen. Sie kommt zwar zwischendrauf und zieht dann am Netz, um herauszufinden, ob noch was im Netz steckt. Aber sie ist sich dann am Ende nicht so ganz sicher. Inzwischen langweilt sich die Sturmfliege da zu Tode und putzt sich, während sie im Netz steckt. Weil, ja, du steckst schon seit geräumiger Zeit fest und nichts passiert und niemand kommt. In Realität können sich viele Insekten aus dem Spinnennetz befreien. Und die Spinne, wie gesagt, so lange braucht, um darauf zu reagieren, dann kommen die meisten Insekten frei, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil dass diese Klebefäden nicht ewig halten. Das ist jetzt die Frage der Zeit. Entweder die Spinne kommt jetzt dann drauf und holt sich die Fliege, oder die Fliege kommt frei. Inzwischen geht eine Witwe dort ihr Netz reparieren, weil ich glaube, hier in dem Zimmer weiß eh schon keine Spinne mehr, wem was welches Netz gehört. Jedes Netz hängt mit irgendwelchen Fäden aneinander und du hast einfach nur, keiner kennt sich mehr aus, wem was gehört. Wenn sie da oben auf eine Spinne, eine Fliege oder was fängt, rennt die Spinne von da oben auf ihr Netz hin und rennt nach unten und holt sich sie, oder da kommt eine oder eine von den Zitterspinnen rennt plötzlich hin und ist meins, hängt in mein Netz. Nein, das ist in mein Netz. Das ist mein Netz. Doch, das ist mein Netz. Guck mal, da ist mein Netz. Ach wirklich, das ist aber auch mein Netz. Wie kommst du auf die Idee zu sagen, dass mein Netz dein Netz ist und dein Netz mein Netz ist? Ganz einfach, weil alle unsere Netze irgendwie mit irgendeinem Faden in Kontakt stehen. Also der hat sie da oben ihren Eikokon hingepupst. So eine kleine Traube. ...200 Jahre später. Drei Wetterdaft und die Fliege stecken. Das ist eine neue Werbung für Spinnenseide. Regen, Sturm, Hagel. Doch, dass die Beute steckt. Sahara, 30 Grad im Schatten. Doch, die Beute steckt. Oh mein Gott. Nur die ältesten Leute, nur die ältesten von euch, die meine Videos schauen, wissen diese Werbung. Diese scheiß behinderte Drei-Wetter-Daft-Werbung. Was war? Drei-Wetter-Daft. Und dann gehst du, tropischer Regenwald, Hitze, Sonne, Regen. Doch, das Haar, die Frisur hält. Sahara, 30 Grad im Schatten, doch die Frisur hält. Und du dann denkst, oh mein Gott.
Helf mir ein bisschen. Geh, Fliege! Geh! Nein, Fliegen! Fliegen, sie sind überall! Ah, Fliegen, sie sind überall! Ah, Fliegen, Spinnennetz! Fliegen, Spinnennetz! Sie sind Spinnennetz eingeflogen! Bro! Karma, Karma! Ja, web's ein, web's ein! Karma. That's Karma, Bitch. Karma, Bitch. Rennt wieder da eins über den Fernseher. Alter, wie viele Fliegen sind in dem Zimmer? 3 Millionen. Na, das Problem ist jetzt wirklich, es wird draußen wird es allmählich kalt. Kalt für die jetzigen Verhältnisse. Ich meine, heute in der Früh hat es bei uns 5 Grad gehabt. 5 Grad ist nicht warm. Und dann sind die Fliegen und all die Viecher wieder sehr begeistert davon. Ein Haus. Wir gehen ins Haus, weil das ist in der Früh warm. Aber ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.